Liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns hier im Körperforum heute Abend. Sie verdienen alle einen kleinen Orden, weil Sie es bei diesem Hamburger Sturm zu uns geschafft haben. Ich freue mich sehr, dass so viele hier sind. Große Hochachtung. Wir hatten ehrlich ein bisschen Angst, dass das Wetter viele abhält zu kommen. Ich bin Gabriele Wojdelko. Ich leite hier im Haus den Bereich Geschichte und Politik und werde Sie mit meiner Kollegin Katja Fausser und unseren Gästen gemeinsam durch den Abend begleiten. Im nächsten Jahr ist es genau 30 Jahre her, dass die ersten freien Wahlen in Polen stattfanden und dass die Berliner Mauer fiel. Der Kalte Krieg schien zu Ende und manche sahen auch das Ende der Geschichte voraus und meinten damit aber doch eigentlich den Sieg der liberalen Demokratie über Diktatur und Autoritarismus. Und um noch einmal Helmut Kohl zu zitieren, der hat 10 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer gesagt, was damals inmitten des Kalten Krieges als unerreichbare Vision galt, hat sich 4 Jahrzehnte später mit der Einheit Deutschlands und mit der Rückkehr des östlichen Teils von Europa in einem Triumph der Freiheit erfüllt. Ein Triumph der Freiheit? Sicher. Aber eben auch der Beginn einer langwierigen und für die Betroffenen in Ostdeutschland und in Mittelosteuropa harten und manchmal auch sehr schmerzhaften Transformation, die bis heute nachwirkt. Ist die deutsche Einheit also vollendet? Ist die europäische Wiedervereinigung gelungen? Diese Fragen können wir uns besser beantworten, wenn wir uns die Wendejahre und die Zeit danach anschauen. Reden wir also über die Wendejahre heute Abend und nehmen wir dabei nicht nur die Erfahrung Deutschlands in den Blick, sondern auch die Erfahrung aus Deutschlands östlichem Nachbarland Polen. Vielleicht hilft dieser grenzübergreifende Blick, ein paar Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und die Fragen zu beantworten, was bedeutet das Jahr 89 und die Zeit danach für die Menschen in beiden Ländern? Welche Rolle spielt 89 für das aktuelle Selbstverständnis, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die uns heute noch beschäftigen, sind auf Transformationserfahrungen zurückzuführen. Meine Damen und Herren, der internationale Blick auf die Vergangenheit und die aktuelle politische Relevanz der Geschichte, die Auseinandersetzung mit individuellen Erfahrungs- und Lebensgeschichten im europäischen Kontext, das ist der Kern unserer Arbeit hier im Bereich Geschichte und Politik in der Körperstiftung. Manche von Ihnen, die öfter hier sind, werden das kennen. Wir haben in dem Bereich mit dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, aber auch mit dem zivilgesellschaftlich organisierten U-Story-Netzwerk, wo in über 20 Ländern Europas junge Europäer auf historische Spurensuche jedes Jahr gehen und dort eigenständig Lokal- und Familiengeschichte erforschen und mit einer großen jährlichen Konferenz zur Geschichtspolitik international haben wir also große Aktivitäten am Start, die sich auf dem Feld der internationalen Verständigung mit dem Dialog über Identität, Werte, Geschichte und Gegenwart in Europa beschäftigen. Aktuell haben wir einen besonderen Schwerpunkt auf dem Wert Europas und wir meinen damit die Frage, inwieweit man eine Ost-West-Spaltung, eine drohende Ost-West-Spaltung innerhalb der EU verhindern kann. Der heutige Abend fügt sich in gewisser Weise ein in dieses Schwerpunktthema. Und ist ein Beispiel für die wichtigen Facetten, die es bis heute zu diskutieren gilt, wenn wir verstehen wollen, wo unsere Gesellschaften heute stehen, 30 Jahre nach der europäischen Wiedervereinigung oder nach dem Triumph der Freiheit, wie Helmut Kohl es formuliert hat. Wir freuen uns sehr, dass wir für den heutigen Abend 2 wirkliche Experten zum Thema Transformation gewinnen konnten. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich Professor Andreas Wirsching, den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München. Andreas Wirsching ist einer der bekanntesten Zeithistoriker Deutschlands, forscht unter anderem zur Geschichte der Weimarer Republik und zur Geschichte des Kommunismus, des Faschismus und des Nationalsozialismus. Und an seinem Institut läuft seit 2016 im Rahmen des Schwerpunkts Transformationen in der neuesten Zeitgeschichte ein Forschungsprojekt zur Geschichte
der Treuhandanstalt, also die Treuhand, die die Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft organisierte. Und begrüßen Sie als zweiten Gast, und jetzt gibt es eine große Herausforderung, ich habe es mehrfach geübt, aber ich versuche es einfach, Sebastian Ploschenik aus Warschau. Promovierter Wirtschaftswissenschaftler und Jurist, der am Polnischen Institut für internationale Angelegenheit das Programm Weimarer Dreieck leitet. Und das Programm beschäftigt sich mit der grenzübergreifenden oder mit vergleichenden Forschungsfragen auch zu Wirtschaftsthemen in Polen, Deutschland und Frankreich. Und außerdem lehrt Herr Ploschenik an der privaten lehrt Wirtschaftswissenschaften an der privaten Wistula-Universität in Warschau. Das Gespräch, was jetzt gleich folgt, wird moderiert von meiner Kollegin Katja Fausser, die bei uns im Haus das U-Story-Netzwerk betreut. Im Anschluss an das Bühnengespräch, für das wir so etwa eine Stunde vorgesehen haben, kommen Sie dann zum Zug mit Fragen und Debatten und Debattenbeiträgen, und auch das kennen die meisten von Ihnen schon. Dann nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung laden wir Sie jetzt schon herzlich ein zu einem Glas Wasser, Wein oder Bier, wo Sie dann das Gehörte vertiefen und diskutieren können. Ich danke Ihnen nochmals, dass Sie hier sind. Ich danke unseren Gästen, dass Sie den Weg zu uns gemacht haben, und jetzt bitte ich Sie auf die Bühne und wünsche uns allen einen interessanten Abend. Dankeschön. Ja, auch von mir herzlich willkommen, Professor Wirsching, Herr Ploschenik und Sie, liebe Gäste im Körperforum. Ich möchte den Abend mit einem Dank beginnen, der an unseren Gast zu meiner Linken geht, dafür, dass wir heute Deutsch sprechen können. Denn das ist nicht Ihre bevorzugte Fremdsprache, das wäre Englisch gewesen. Es ist wunderbar, dass Sie für uns heute Ihre tollen Deutschkenntnisse nutzen werden. Ein großes Dziękuję davon von mir ganz am Anfang der Veranstaltung. Ja, es war Ende August 2018, als schreckliche Bilder durch die Presse gingen, gewalttätige Ausschreitungen in Chemnitz, rechtsgerichtete Demonstranten jagten, bekämpften vermeintliche Migranten, aber auch Polizisten, Pressevertreter. Schreckliche Bilder haben viele Menschen in Deutschland, aber auch in Europa aufgeschreckt. Und dann war sie wieder da, die Frage, wo stehen wir eigentlich 30 Jahre nach der Wende in Ostdeutschland? Wie sieht es wirtschaftlich aus? Viele Analysen in den Folgetagen haben nochmal betont, es gibt immer noch kaum DAX-Zentrale von DAX-Konzernen im ehemaligen DDR-Bundesländern. Die Bevölkerung schrumpft, Lebensverhältnisse haben sich bis heute noch nicht völlig angeglichen. Deshalb die Frage, wie erfolgreich war eigentlich dieser wirtschaftliche Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft, jetzt mit dem Abstand, den wir heute haben? Und kann man sagen, dass Wurzeln für die Krise der Demokratie, die wir in Deutschland und aber auch in anderen Teilen Europas feststellen, Wut, Misstrauen in den Staat und seine Institutionen, gibt es da Wurzeln, die aus dieser Transformationszeit sich erklären lassen? Das ist eine Frage, die ist schnell gestellt und unglaublich schwierig und komplex, wenn man versucht, sie zu beantworten. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute Sie beide gewonnen haben, uns ein bisschen zu helfen, uns an die Hand zu nehmen, sozusagen bei einem Gang durch die Geschichte, durch die späten 1980er und frühen 1990er Jahren in Europa und dieser Zeit des Übergangs. Wir haben, das hat Frau Woldejko eben auch schon gesagt, in der Körperstiftung sehr gute Erfahrungen mit dem Blick über die Grenzen, sodass wir diese komplexe Frage eben nicht nur in einem Blick auf Deutschland, sondern auch direkt ein bisschen im Vergleich mit den Erfahrungen auch der polnischen Transformation heute uns vornehmen wollen. Welche Wendeerfahrungen gab es? Wo waren sie ähnlich, wo waren sie unterschiedlich? Wie wurden sie verarbeitet? Und natürlich wollen wir auch heute Abend nach vorne schauen, was fehlt noch, was ist immer noch relevant und wie kann es vielleicht weitergehen? Und dieser Prozess der Verarbeitung eines guten Endes für diese Transformation, was braucht es da vielleicht auch noch aus Ihrer Expertensicht? Als Einstieg möchte ich eine Frage stellen,
die man immer schwierig Experten stellen kann. Denn die Bitte, ob Sie beginnen könnten, damit mit einer ganz kurzen Einschätzung auf die Frage Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft in Deutschland, in Polen, war das eher ein Erfolg oder ist das eigentlich eher gescheitert? Und die Frage ist, ob Sie am Anfang einmal kurz antworten können und dann haben wir den Abend, um natürlich die ganz vielen Facetten und Details dann nochmal anzusprechen. Herr Wirsching, darf ich Sie bitten, zuerst diese Grausamkeit anzunehmen und eine Antwort zu versuchen? Ja, es war natürlich beides von beidem, aber es war vor allem eine Geschichte der Enttäuschung. Das sehen wir rückblickend, glaube ich, sehr stark. Die Erwartungen waren extrem hochfliegend, sowohl in der DDR wie eigentlich auch in allen dann postkommunistischen Staaten. Es war eine große Hoffnung auf eine bessere Zukunft und die Jahre seitdem und dann natürlich auch die 90er Jahre sind schon sehr stark gekennzeichnet von Enttäuschungsprozessen gewesen, die dann für sich genommen jenseits der ökonomischen und sozialen Realität auch fortgewirkt haben und das bis heute tun. Mhm. Herr Prysziennik, wie war das in Polen? Erfolg oder eher nicht gelungen? So Licht oder Schatten? Ja? Mhm. Also natürlich mehr Licht. Und vielleicht, wenn man sagt, dass Wirtschaftswachstum in den letzten nahezu drei Dekaden so durchschnittlich 4% war, das sagt nicht alles. Für mich viel besser war Unterricht an der Universität Wistula mit ukrainischen Studenten. Ja? Viele kommen jetzt nach Polen, um auch studieren, aber vor allem wollen sie arbeiten. Ja? Und wir haben Angaben gecheckt und vergleicht Polen und die Ukraine. Heute Polen ist, das schwankt natürlich wegen Wechselkursen, ja, aber 3 bis 4 Mal reicher als die Ukraine. 1989 war die Ukraine reicher als Polen. Ja? Also das ist jetzt das Ausmaß von diesem Erfolg. Die Ukrainer haben diese graduelle Transformation gewählt. Also erstmal abwarten, mal gucken, wie das funktioniert. Was ist eigentlich diese Marktwirtschaft? In Polen gab es eine ganz heftige Schocktherapie. Und natürlich, es gab einen hohen Preis für diese Schocktherapie. Aber man sieht in den Zahlen den Erfolg. Also vielleicht nur eine Angabe. Unser Wirtschaftswachstum seit 1990 bis 2015 ist 7,3 Mal höher als 1990. Ja, also das ist der höchste Satz in ganzen Europa. Ja. Das ist nett, dass Sie es mir so einfach machen und wir einmal eher einen Erfolg haben und eine Betonung darauf, dass es vielleicht noch mehr Erwartungen gab, die auch nicht alle erfüllt wurden. Also kein Misserfolg. Kein Misserfolg, das will ich Ihnen nicht unterstellen und das sagen wir auch nicht. Und um das jetzt noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten und dieser Komplexität natürlich auch wirklich gerecht zu werden, haben wir uns überlegt, dass wir am Anfang jetzt einmal beide bitten werden, in wenigen Thesen noch mal uns zu der Frage, wie genau war eigentlich ist diese Wende in der DDR und wie genau ist die Wende in Polen eigentlich abgelaufen? Was waren da wichtige Meilensteine? Worüber sprechen wir einfach? Es ist wunderbar, dass Sie beide am Anfang gesagt haben, Sie nehmen uns noch mal mit, fassen das für uns noch mal in 2, 3 kurzen Thesen zusammen, damit wir den Boden legen dafür, dass wir dann genauer hinschauen auf verschiedene Phänomene, auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede und vieles mehr. Deshalb darf ich Sie bitten, am Anfang uns alle einmal mitzunehmen und in wenigen Thesen zu sagen, was genau ist da eigentlich passiert in der DDR nach 89? Ja, die wenigen Thesen, ja, das ist eine Herausforderung. Also beginnen würde ich auf jeden Fall mit dem Faktum, dass alles, worüber wir reden, über die wirtschaftliche Transformation der DDR beziehungsweise dann der sogenannten neuen Bundesländer, natürlich ganz eng verflochten ist, untrennbar verflochten war und auch ist mit der innerdeutschen Dimension. Das ist ein Sonderfall, wenn man so will, in der Transformation der kommunistischen Staaten und der Zentralverwaltungswirtschaften. Weil die Ostdeutschen natürlich bei allen Dingen, die da passiert sind, 1989 folgende, auch immer nach Westen geguckt haben, nach Westdeutschland. Und die Geschichte der Transformation ist eben nicht eine Geschichte, sagen wir mal, der eigenen Selbstbefreiung mit den entsprechenden eigenen Akteuren, die Reformer gewesen sind, wie Balcerowski meinetwegen in Polen.
Es ist auch nicht so sehr die Geschichte der, sagen wir mal, ausländischen Spezialisten, die kommen. Also in Polen wäre es Jeffrey Sachs, der da zu nennen ist, sondern es sind die Westdeutschen, die kommen. Ja? Sodass dieses ganze Thema eingeschrieben ist, ist in ein deutsch-deutsches Verhältnis. Das heißt, es überschreitet ökonomische Kategorien, sind in hohem Maße politische, aber auch, wenn man so will, nationalpolitische Kategorien, die von Beginn an damit verbunden sind. Das ist sozusagen die erste These, die ist eigentlich ziemlich banal, aber ich glaube, man muss, gerade wenn man auch vergleicht, das einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Die zweite These ist, dass in der DDR tatsächlich auch so etwas wie eine Schocktherapie durchgeführt worden ist, wenngleich unter sehr anderen Umständen, als es in anderen kommunistischen, ex-kommunistischen Ländern gewesen ist. Eine Schocktherapie, die übrigens auch auf eine Ausgangslage traf, wo es eben fast keine, ja, sozusagen protokapitalistische Aktivitäten gab. Das ist, glaube ich, ein klarer Unterschied auch zu Polen, aber auch Ungarn und anderen Ländern, die man da nennen muss. Wir wissen, dass 1972 die letzten großen Sozialisierungs- und Verstaatlichungsaktivitäten gewesen sind. Das heißt also auch kleinere Unternehmen, die es bis 1972 gegeben hat, Privatunternehmen, sind dann eben haben aufgehört zu existieren, sodass es auch keine Unternehmerklasse gab, gewissermaßen, an die man hätte anknüpfen können, also Kleinunternehmer. Umso stärker war der Schock, und der Schock begegnet eben in Ostdeutschland in Form des westdeutschen Staates und dann eben auch vor allem in Form der Behörde Treuhandanstalt. Also das ist auch ein Spezifikum. Und diese Schocktherapie, wenn man so will, hat zwei Konsequenzen gehabt. Auf der einen Seite hat sie sehr hohe Arbeitslosenquoten produziert, und zwar binnen kürzester Zeit. Auch das ist jetzt nicht unbedingt singulär für die DDR, aber wenn das eingeschrieben wird in dieses deutsch-deutsche Verhältnis, hat es eben bestimmte, auch bis heute erinnerungskulturelle Folgen. Und das andere war, dass dann aber eben schon auch Strukturpolitik gemacht worden ist. Also die Erhaltung von Industriekernen in Ostdeutschland. Ich sage ab jetzt, versuche Ostdeutschland zu sagen und nicht neue Bundesländer, weil neue Bundesländer, das ist wie so eine Mauer im Kopf, die da reproduziert wird. Deswegen liebe ich das nicht so sehr. Aber wir müssen irgendwie trotzdem uns einigen, wie wir es nennen. Also die Industriekerne zu bewahren, sie produktiv zu machen, ist ja dann auch sekundär eine Aufgabe der Privatisierung, der Transformation und auch der Treuhandanstalt geworden. Und das sieht man heute schon auch in Ostdeutschland. Also insofern kann man durchaus sagen, es hat auch Erfolge gehabt. Und letzte These, es gibt natürlich Gewinner und Verlierer bei dem Prozess, wie das in so Transformationsprozessen auch in der Geschichte eigentlich immer ist. Auch in der Geschichte ist es bekannt, dass Zuspitzungen auch Enttäuschungen erzeugen. Also in der deutschen Geschichte kann man an 1848 denken, an 1918, 19, also gerade immer diese revolutionären Zuspitzungen, die dann mit hochfliegenden Erwartungen verbunden sind und am Ende dann eigentlich in so einer Alltagsmalaise gewissermaßen enden und dann eben auch Negativgefühle erzeugen. Das hängt sicherlich miteinander zusammen. Also es gibt Verlierer, das würde ich schon sagen. Allerdings dann, wenn man das ein bisschen auf einer höheren Warte, jenseits der subjektiven Erfahrungsberichte, die wir natürlich haben und auch hören können, betrachtet, dann ist die Verlierergeschichte häufig eine der Identität, ja, der Identität, die gewissermaßen weggenommen ist. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist als der faktisch, also der eigentliche harte Kern des ökonomisch-sozialen, also die kulturelle Identitätsunsicherheit, die erzeugt worden ist und die bis heute, glaube ich, wirksam ist, teilweise wirksam ist, das ist eine Folge dieses Transformationsprozesses. Letzter Punkt noch, wenn man alles, was man dazu sagt, muss man auch ein bisschen relativieren. Es hat in der ostdeutschen Bevölkerung natürlich enorme Polarisierungen gegeben. Das vergisst man leicht. Also es sieht dann sehr schnell so aus, auch in unserer heutigen Diskussion, Sie haben ja damit auch begonnen, als ob das so eine Ost-West-Polarisierung ist. Die gibt es natürlich, konzentriert in den schönen Begriffen Ossi und Wessi. Aber die ostdeutsche Bevölkerung ist auch massiv polarisiert worden. Und nicht zuletzt übrigens auch dadurch, dass ein nicht ganz unbeträchtlicher Anzahl auch weggegangen ist aus den ostdeutschen Ländern. Also das vielleicht in einigen wenigen Thesen, wobei das eigentlich erst der Anfang ist, erst das Ende. Das sehen wir, und das ist auch gut so. Aber ich danke Ihnen erstmal bis hierher. Helfen Sie uns
in polnischer Geschichte, in polnischen Erfahrungen? Wenn man die Transformation in Polen verstehen möchte, dann muss man doch ein bisschen tiefer in die Geschichte blicken, nämlich die 70er. Also zu dieser Zeit entschied sich die Kommunistische Partei für eine neue Entwicklungsstrategie. Also Polen sollten mehr konsumieren, also Konsum sollte einfacher erreichbar werden, Konsumgüter sollten produziert werden. Aber die Frage war, wo ist das Geld für diese schönen Zwecke? Das Geld war auf den Weltmärkten. Ja, also das war Geld von Ölländern sozusagen. Ja, und über Finanzmärkte hat das Regime von Gierek diese Geld angesammelt und investiert. Aber in der kommunistischen Wirtschaft waren diese Investitionen nicht immer rational und nahezu in jedem Fall uneffektiv. Und das führte später oder früher zu einer Krise. Als die Zinsen auf der Weltmarkt höher waren, plötzlich kollabierte das ganze System und führte zu einer Wirtschaftskrise und zu einer politischen Krise, die sie mit der Solidarność assoziieren. Dann kam natürlich auch Kriegszustand und Sanktionen gegenüber Polen und die Wirtschaft war eigentlich lahmgelegt. Die Kommunisten versuchten das zu reformieren noch in den 80er, durch sogar leichte marktwirtschaftliche Reformen. Aber der einzige Effekt war eigentlich Hyperinflation. 1989 hatten wir 600% Inflation. Und 40 Milliarden Dollar Verschuldung und ein sehr armes Land und destabilisierte Wirtschaft. Unter diesen Bedingungen, und das ist meine These, war einfach eigentlich ganz verständlich, dass Polen eine Schocktherapie leichter akzeptierten als zum Beispiel Ungarn oder Tschechien. Das ist die eine These. Die zweite These ist, dass dieser Protokapitalismus, das Sie erwähnten, funktionierte in Polen schon seit langem. Also es geht nicht nur darum, dass die Kommunisten nie Landwirtschaft und Handwerk verstaatlicht haben. Es gab, also diese Sektoren waren eigentlich privat, sondern dass die Wirtschaftskrise zwang Polen zu Aktivitäten, zu suchen nach neuen Möglichkeiten. Und vielleicht ein besonderer Beispiel. Ich besuchte 1996 Indien, die Pahargan-Straße in New Delhi. Und praktisch alle Händler verstanden noch und sprachen Polnisch. Sie erinnerten sich an die 80er Jahre, als polnische Händler kauften Textilien in Indien und verkauften das im Ostblock. Also Polen wurden zu Phönizianen von Ostblock und verdienten viel Geld damit. Selbst in Polen funktionierte eine halblegale Marktwirtschaft im Untergrund. Und die Kommunisten akzeptierten das, weil sie wussten, dass es die einzige Möglichkeit, die Stabilität des Regimes so aufrecht zu erhalten. Und diese Erfahrung kreierte die heutige Mittelklasse, muss man sagen. Ja, also die Leute, die heute über 60 sind, die sind in diesem System groß gewachsen. Ja, sie versuchten sich ihre Chancen auch durch kleine eigene Firmen zu gründen. Und das verhalf natürlich Polen in der Entscheidung, welche Art und Weise von Transformation am besten ist. Und das führte zu dieser Schocktherapie, vorbereitet von Jeffrey Sachs und Leszek Balcerowicz. Natürlich Ideen, die zu dieser Zeit populär waren, Neoliberalismus, Washington Consensus, also diese haben auch diese Therapie, diese Methode von Transformation beeinflusst. Und 1990 wurden Preise liberalisiert, die neue Regierung von Mazowiecki begann auch mit neuen Institutionen und mit gewissen Stabilisierungsmaßnahmen mit Hilfe von zum Beispiel Internationalen Währungsfonds. Und natürlich die Frage war, wann bringt das Leiden endlich Erfolg? Und in Polen bekamen erste Früchte waren schon 1992 zu sehen. Also als erstes Land unter diesen Transformationsländern begann Polen zu wachsen. Also schon nach 3 Jahren gab es Wachstum. Später war die Transformation nicht mehr so, würde ich sagen, so schockorientiert, nicht mehr so rein marktwirtschaftlich. Weil schon 1993 hat die
SLD, das Bündnis der Demokratischen Linken, die Postkommunisten, die Wahlen gewonnen. Und sie begann, einige Elemente von gesteuerten Wirtschaft, von Regulierung schon einzuführen. Aber das war nie etwas, was diese Schocktherapie, dieses Modell so richtig geändert hat. Und das führte auch dazu, was eigentlich breit diskutiert ist, ne? Nämlich Gewinner und Verlierer. Weil diese Art von Transformation führte dazu, dass es zum Beispiel in Großstädten, vor allem Großstädte, zu sehr starken Gewinnen gehörten. Aber in der Provinz und einige Industriebranchen, die nicht mehr konkurrenzfähig waren, die auch unter diesen Stabilitätspolitik gelitten haben, sind gefallen, pleite gegangen und Leute haben ihre Arbeit verloren. Gut, vielen Dank für diesen Geschichtsexkurs in beide Länder. Viele Stichworte haben wir jetzt schon gehört. Schocktherapie in beiden Fällen, aber anders vorbereitet, wenn ich das mal so platt zusammenfasse. Die singuläre Existenz einer Treuhandanstalt in der DDR, die es hier so nicht gab, und natürlich die in beiden Seiten existenziellen Erfahrungen, dass der wirtschaftliche Boden in kurzer Zeit unter den Füßen erstmal weich wird oder verschwindet und die Frage, wie man da weiter mit umgehen kann. Und die besondere deutsche Frage, die Situation, dass es dort noch einen zweiten Teil Deutschland gab, der im Kapitalismus einfach schon geblieben war und dort das Thema Wiedervereinigung natürlich ziemlich eine große Rolle spielte. Professor Wirsching, wir haben ja eben gehört, an Ihrem Forschungsinstitut sind viele Menschen aktiv daran beschäftigt, sich jetzt gerade in dieser Zeit mit der Geschichte der Treuhandanstalt zu beschäftigen, sie dort zu erforschen. Vielleicht können wir da jetzt zuerst noch mal so ein bisschen drauf gehen. Ihre Kollegen von der Universität Bochum, Herr Gruschler und Herr Beuk, haben vor einiger Zeit auch ein Buch zur Geschichte der Treuhand veröffentlicht, in dem sie diesen Begriff erinnerungskulturelle Bad Bank geprägt haben. Sozusagen die Treuhand als der Sündenbock für ganz viel was an schmerzhaften Zumutungen in diesem Prozess auch stattgefunden haben. Was genau sind die Fragen Ihres Instituts? Was ist offen? Woran wollen Sie uns dann, wenn Sie Ihre Ergebnisse veröffentlichen, so ein bisschen mehr genauere Faktenbasis liefern, was die Geschichte der Treuhand angeht? Der Begriff erinnerungspolitische Bad Bank, den finde ich ausgesprochen originell und das trifft, glaube ich, auch die Sache. Es zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch die bis hin in die Massenkultur hinein, wenn man an Filme denkt oder an auch Romane wie etwa Günter Grass, Ein weites Feld und so. Also die Vorstellung, die Treuhandanstalt hat Ostdeutschland platt gemacht und hat den Leuten ihre Arbeit weggenommen, ihre Industrie weggenommen und damit eben auch ihre Identität im Grunde beschädigt. Das ist und war schuld gewissermaßen an allen negativen Folgen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die 90er Jahre, ist dann auch noch angeheizt, natürlich auch durch manche auch durchaus am Rande oder auch über den Rand der Kriminalität hinausgehenden Geschichten, die es gibt. Ja. Und das ist insofern in der Tat ein erinnerungspolitischer negativer Ort, mit dem wir es bis heute auseinanderzusetzen haben. Das Problem ist, dass wir eigentlich das, was wir wissen, überwiegend wissen aus Erzählungen oder aus Recherchen, auch aus journalistischen Recherchen, aber was wir nicht haben bislang, und das ist der Punkt, an dem dieses Projekt ansetzt, ist ein durchaus quellengestütztes Forschungsprojekt. Also, dass man auch an die archivierten Vorstandsprotokolle rankommt, dass man an die Direktorensprotokolle rankommt, dass man an die praktisch die 41 Kilometer Archivquellen, die die Treuhandanstalt hinterlassen hat, herankommt. Natürlich nicht an alles gleichzeitig, ist völlig unmöglich, aber dass man damit beginnt, quellengestützt dieses Thema zu untersuchen. Und
da muss man es natürlich auch ausdifferenzieren. Ja, die Treuhand hat ja, das muss man sich auch bewusst machen, hat ja mindestens einen zweifachen Funktionswandel erlangt. Zunächst mal war es ja eine ostdeutsche, also noch in der späten DDR getroffene Gründung, eine Volkskammergründung, die die Idee hatte, schon diese staatseigenen Betriebe, volkseigenen Betriebe treuhänderisch zu verwalten in der Zusammenbruchsgesellschaft, wenn man so will, der späten DDR. Da war die Treuhand mit großen Hoffnungen verbunden und man dachte, man kann damit auch irgendwo einen Weg finden, das Wertvolle, das Erhaltenswerte in der DDR-Wirtschaft auch zu bewahren und damit in die Zukunft zu gehen. Das ist dann sehr schnell überlagert worden, schon im Grunde mit der Wirtschafts- und Währungsunion vom Juli 1990 und dann natürlich vor allem nach der Wiedervereinigung mit dem Auftrag an die Treuhandanstalt schlicht und einfach die Staatsbetriebe zu privatisieren, zu verkaufen. Ja. Das ist ein neuer Akzent gewesen, der auch, würde ich sagen, insofern nicht unproblematisch war, als gesagt wurde, schnell und direkt verkaufen. Also nicht etwa an zum Beispiel öffentliche Träger oder versuchen, die öffentliche Hand irgendwie zu bewahren, sondern es sollte an Privatinvestoren möglichst schnell und direkt verkauft werden. Es gab auch keine ernsthaften Versuche, wobei die nach meiner Kenntnis zum Beispiel auch in der Tschechoslowakei bzw. der Tschechischen Republik dann meistens gescheitert sind, also über Coupons zum Beispiel Volksvermögen zu schaffen, also an das Volk zu privatisieren, an den Einzelnen, sondern es sollte an Investoren privatisiert werden. Und dann hat man natürlich sehr schnell gemerkt, dass das nicht nur einfach positive Effekte hat. Da spielen meines Erachtens auch eine große Rolle die Illusionen, die man sich im Westen über die Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft gemacht hat. Da haben sich, glaube ich, bis in die höchsten auch Manager-Etagen, aber auch in den politischen Etagen die Leute ungeheure Illusionen gemacht. Ich persönlich muss sagen, ich bin damals, ich spreche als Zeitzeuge, relativ häufig durch das Chemiedreieck mit der Bahn gefahren und wenn man da an Bitterfeld etwa vorbeifuhr, konnte ich damals eigentlich auch schon nicht verstehen, dass man jetzt meinte, das wäre irgendwie die 12. stärkste Industriewirtschaft weltweit, die DDR, und da gäbe es sozusagen viel zu retten. Ja. Also das waren aber, glaube ich, Illusionen, die 1990 im Westen bestanden. Auch die sind enttäuscht worden und man hat dann eben sehr schnell gemerkt, dass diese rasche, auch währungspolitisch umgesetzte Auslieferung der DDR-Wirtschaft an den Weltmarkt, der sich damals ja auch geändert hat. Wir sind ja mittendrin in einer Internationalisierung, damals wirtschaftsgeschichtlich, ein schärferer Wind wehte, dass diese Auslieferung an den Weltmarkt eben sehr viele, wenn man so will, soziale Nebenwirkungen hatte, vor allem eine extrem anschnellende Arbeitslosigkeit. Und daraus resultiert der zweite Funktionswandel, partiell zumindest, der Treuhandanstalt. Sie hat nämlich angefangen, auch strukturpolitische Maßnahmen zu machen. Also das beginnt zum Beispiel mit dem Versprechen von Helmut Kohl ganz persönlich, der ja mit den blühenden Landschaften sowieso da im Wort war, dass man das Chemiedreieck, Leuna, Bitterfeld und so, Buna-Leuna rettet, dass da ein sogenannter industrieller Kern, natürlich stark abgeschmolzen mit vielen Entlassungen, mit viel weniger Arbeitskräften, aber dass ein solcher industrieller Kern da gerettet werden soll. Das war ziemlich schwierig, das dann auch wirklich an den Mann zu bringen oder an die Firma zu bringen, denn international haben sich nicht so viele dafür interessiert. Also das ist so ein Beispiel dafür. Das heißt, es ging dann der Treuhandanstalt auch darum, Arbeitsplätze zumindest in einem sehr begrenzten Maße produktiv zu machen und zu retten, also eine vollständige Deindustrialisierung dann auch zu vermeiden. Wie weit es gelungen ist, ist, sagen wir mal, bei Zahlenverhältnissen von einem Kombinat, was vielleicht 10.000 Arbeiter hatte, Arbeiterinnen und Arbeiter, wo dann noch 200 Arbeitsplätze übrig geblieben sind, da kann man dann drüber streiten, wie weit das gelungen ist. Andererseits muss man auch sagen, dass das schreibt sich ein in einen längeren Prozess, wenn man so will, des Strukturwandels, auch der Deindustrialisierung. Wir haben ähnliche Prozesse in Westeuropa seit den 80er Jahren, seit Beginn der 80er Jahre. Denken Sie an die Stahlindustrie, denken Sie zum Beispiel an die Werftenindustrie, die auch im Westen vor 1989 in einer Dauerkrise standen. Das verstärkt sich dann gewissermaßen, ja, weil die Stahlindustrie in der DDR und die Werftenindustrie in Rostock, Wismar und so weiter war eben erst recht nicht wettbewerbsfähig. Ich glaube, darüber kann unter Ökonomen überhaupt kein Zweifel bestehen, dass die ostdeutsche Wirtschaft schlicht nicht wettbewerbsfähig war und zu wenig produktiv war.
Und gleichzeitig gab es aber natürlich den Drang auch nach Westen. Es gab die Hoffnung der Bevölkerung, möglichst schnell an der D-Mark zu partizipieren, Einkommen zu generieren, Wohlstand auch irgendwie zu haben. Und das ist das Dilemma, vor dem die Politik damals stand und auch die Treuhandanstalt stand. Trotzdem wird man, und also das Projekt untersucht dann sozusagen problemorientiert und regional eben Einzelfragen. Also zum Beispiel gibt es einen regionalgeschichtlichen Ansatz. Es gibt dann zum Beispiel die Frage, wie weit, das ist ein unterschätztes Thema, wie weit die Treuhandanstalt mit den Ministerpräsidenten der neuen Länder oder mit den Regierungen der neuen Länder auch kooperiert hat, auch mit Kommunen kooperiert hat. Das Projekt untersucht die Treuhandanstalt im politischen Umfeld, also federführend ist das zuständige Ministerium, war natürlich das Bundesfinanzministerium, aber auch das Bundeskanzleramt spielte eine wichtige Rolle. Also das sind alles Dinge, die eigentlich weitgehend unbekannt sind bisher und die gilt es zu bearbeiten. Aber letzter Punkt, Bad Bank in der Erinnerungskultur, ich glaube nicht, dass das so schnell jetzt irgendwie differenziert werden kann, sondern wir haben ein Kommunikationsproblem da, was aus der Zeit selber stammt, dass natürlich die Betroffenen, und das ist völlig nachvollziehbar, und ich denke, da wird man auch in einem gesamtdeutschen Diskurs heute auch wahrscheinlich noch mehr zuhören müssen und zuhören sollen, dass natürlich derjenige, dem von heute auf morgen der Arbeitsplatz, egal wie produktiv der war, ich meine, der war häufig nicht produktiv, aber es war ein Arbeitsplatz und die DDR-Ideologie hat sich in hohem Maße über Arbeit definiert. Wenn dieser Arbeitsplatz weggenommen wird, ohne dass da so ohne weiteres eine Anschlussbeschäftigung möglich ist, das ist schon ein traumatisches Erlebnis, das ist völlig klar. Und das ist zwar diskutiert, aber per saldo, glaube ich, in der ganzen Phase der 90er Jahre zu wenig, sagen wir mal, kulturell diskutiert worden. Sozialpolitisch gab es natürlich schon die flankierenden Maßnahmen. Ja. Es gab natürlich die Arbeitslosenunterstützung, es gab natürlich auch die Rentengesetzgebung. Das ist ja bekannt, dass ein großer Teil der sozialen Kosten auch der Wiedervereinigung in die Rentenversicherungssysteme umgeleitet worden sind. Also das gab es natürlich alles schon, sodass die soziale Not, würde ich sagen, jetzt wahrscheinlich deutlich geringer war als in Polen, würde ich mal, geschweige denn in ärmeren Ländern, in Anführungszeichen. Aber der kulturelle Schock, der war wahrscheinlich größer, der Identitätsschock, als der ökonomische, würde ich mal vermuten. Ja, wie war das in Polen? Auch dort, haben Sie ja gesagt, wurde schnell privatisiert. Der liberalisiert, die Weltmarktpreise bezahlt, das System geöffnet für die Weltwirtschaft. Sagen Sie doch nochmal genau, der Balcerowicz-Plan, was hat er genau bedeutet für die Menschen und wie ist die Privatisierung dort ohne eine Treuhandanstalt, die das irgendwie organisiert? Also wie ist das in Polen gewesen? Also Balcerowicz hatte eine sehr schwierige Aufgabe, weil er wollte die Wirtschaft liberalisieren. Also Polen wurde derart liberalisiert, dass das Land in diesen Indexen von Freiheit, ökonomischer Freiheit, kurz nach Singapur aufgelistet war. Also wirklich eine offene Wirtschaft. Das war ein Teil von dieser Schocktherapie. Ja? Aber gleichzeitig musste er die Wirtschaft stabilisieren. Bei 600% Inflation musste er die Zinsen hochschrauben, ja, bei dieser Inflation. Also viele Firmen, die eigentlich aktiv waren, erfolgreiche Firmen, erkennt man auch daran, dass sie mehr Kredite nehmen, ja, weil sie investieren. Also diese aktiven Firmen wurden auch durch diese Geldpolitik und Stabilitätspolitik geschwächt. Ja. Also das ist ein Bündel von Themen. Das andere Problem oder Herausforderung für Polen waren die Schulden, die Auslandsschulden. Also Polen, ich habe das schon erwähnt, hatte 40 Milliarden Dollar Schulden und wollte, dass der Pariser und Londoner Club, also öffentliche, staatliche Kreditgeber, sowohl auch private Kreditgeber, einen Schuldenschnitt akzeptieren. Ja? Und es kam zu einem Abkommen, so wie Deutschland 1952 und auch zum Teil auch Griechenland, 50% der Schulden wurden geschnitten. Aber für Öffnung der Wirtschaft und für Privatisierung. Also ein von den sehr kontroversen Themen heute ist, dass polnische Banken wurden
sagen wir, unter Druck von diesem Vertrag, von dieser Umgebung, von diesen Angelegenheiten rund um Schulden privatisiert und an ausländische Finanzinstitute verkauft. Noch vor 10 Jahren 80% von polnischen Banken gehörten dem ausländischen Kapital. Und eigentlich niemand war beunruhigt, weil man dachte, Kapital hat keine Nationalität. Ja, so war die dominierende Interpretation. Aber die Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass es doch nicht schlecht ist, eigene Banken zu Hause zu haben. Weil ausländische Banken, die auch von der Krise getroffen wurden, haben Mittel aus Polen zu Muttergesellschaften transferiert. Das hat das polnische Finanzsystem geschwächt. Das andere Problem war, dass sie prozyklisch handelten. Also in der Zeit von der Krise sollten sie eigentlich mehr Kredite geben, ja, um die Wirtschaft zu unterstützen. Aber nein, sie haben sich zurückgezogen. Ja. Deswegen zum Beispiel die jetzige Regierung sagt ganz offen, wir brauchen einen starken polnischen Sektor, und deswegen wurde eine Bank von italienischen Unicredit gekauft. Wenn man auf andere Branchen guckt, also in Polen herrschte Methode, einzelne Betriebe zu verkaufen, also einen Investor zu suchen, inländischen oder ausländischen, und zu verkaufen. Das Problem ist, wir wissen eigentlich nicht so viel über diese Prozesse, so wie sie über Deutschland wissen, weil anders als zum Beispiel in Tschechien, wo vor der Privatisierung hat man ein Register vorbereitet von allen Firmen, ja, hat man in Polen darauf verzichtet. Also einige Register waren in einem Amt, im Ministerium, im Sozialamt, und erst heute versucht man, diese Privatisierungswege zu entdecken. Und natürlich ist das nicht einfach, weil zum Beispiel eine Firma wurde in 4 geteilt. Ein Teil ist bankrott, zweite Firma wurde an Ericsson verkauft, die 2 anderen fusionierten und wurden von französischen Alcatel, also Telekommunikationsfirma, übernommen. Und dann später Alcatel und Ericsson fusionierten. Ja. Also es ist ganz schwierig, über Erfolge oder Misserfolge von dieser Privatisierung zu sprechen. Natürlich es gibt in der Politik sehr viel Kritik, ja, also dass viele Betriebe einfach zu billig verkauft wurden, dass ausländische Firmen einige Konkurrenten nur darum übernommen haben, um den polnischen Markt zu übernehmen. Ja, also bis heute dauert diese Diskussion. Aber im Hintergrund gab es eine Überzeugung, bis heute sehr stark in der polnischen Bevölkerung. Privates Eigentum ist eine gute Sache. Wirtschaftlich macht das Sinn. Staatliches Eigentum ist fraglich. Also führt zu nicht immer effektiven Wirtschaften. Das ist immer noch der Hintergrund vom Kommunismus. Hörbar. Ja? Also deswegen finde ich, die Privatisierung war natürlich kontrovers, weckte auch viele Emotionen in der Bevölkerung. Aber laut den letzten Forschungen von der Universität Warschau ist das Gesamtbild eigentlich sehr positiv. Und was für Folgen hatte das für die Bevölkerung? Herr Wirsching hat ja gerade gesagt, da war es gut, dass es in Ostdeutschland eben dann die Wiedervereinigung gab, Sozialsysteme, die da als soziale Marktwirtschaft auch irgendwie einspringen konnten in Notlagen und eine Grundexistenz sichern konnten. Wie war das in Polen? Ja, wie war es in Polen? Entschuldigung. Ich wollte Sie fragen, welche Folgen diese Politik, auch die eher ja erfolgreiche Politik der Privatisierung, wie Sie sagten, aber dann für die polnische Bevölkerung hatte, die ja nicht auf ein Sozialsystem aus einer Bundesrepublik oder dem inzwischen wiedervereinigten Deutschland zurückgreifen konnte. Wie groß waren da die Verwerfungen, die Not oder wie schnell
Also erstmal konnten sich die Gewinner oder vor allem die Verlierer, wenn wir jetzt einmal auf die schauen, ja, die nicht sofort nicht also sofort wir reden jetzt über Verlierer und Gewinner. Ja, also wenn was bedeutete das für den normalen Polen sozusagen? Okay, Verlierer. Also Orte, wo man wirklich zum Beispiel über die Privatisierung und auch über Transformation nicht sehr positiv denkt. Und das sieht man bis heute in den Umfragen. Zum Beispiel mittelgroße Städte. Von, sagen wir, 20 bis 100.000 Einwohner. Im Kommunismus hatten sie normalerweise einen Industriebetrieb. Ja? Also das Betrieb integrierte kleinere Betriebe, also das war so es funktionierte in diesem Modus. Und wenn nach der Wende dieser einzige Betrieb pleite gegangen ist, dann kollabierte natürlich die ganze lokale Wirtschaft. Also wenn man zum Beispiel heute in Umfragen guckt, dann ist Unterstützung für Globalisierung und Öffnung in Polen relativ niedrig in zwei Gruppen. Also Einwohner von diesen mittelgroßen Städten und unter den Bauern. Bauern. Warum Bauern? Weil also 1990 war die also Einkommensunterschiede zwischen Land und Stadt waren nur 8%. Eine Dekade später waren das schon 60%. 60%. Also sie litten unter dieser Öffnung, massiver Öffnung und Importe aus den Ländern von der damaligen Europäischen Gemeinschaft und später Europäischen Union. Also deswegen waren Bauern relativ skeptisch, wenn es um den Beitritt in die Europäische Union ging, weil sie assoziierten die EU mit subventionierten Importen aus diesen Ländern, die sie von den Märkten verdrängten. Ja? Und bis heute ist die Skepsis relativ hoch. Warum? Weil die gemeinsame Agrarpolitik unterstützt sehr große Betriebe. Also wirklich Wachstumschancen und große Gelder sind für diese Betriebe. Und diese in Polen sind sehr schnell gewachsen und exportieren sehr erfolgreich in die Europäische Union. Viele Milliarden Überschuss, alle sind glücklich. Aber gleichzeitig immer noch die Mehrheit von Betrieben sind ganz kleine Betriebe, die praktisch auf Sozialhilfe greifen müssen, ja? Oder Unterstützung von der Europäischen Union, die aber nicht produktiv ist, sondern eigentlich sozial ist. Ja? Und die Kluft zwischen den kleinen Betrieben und Staat bleibt immer noch relativ hoch. Ja? Also hier sehen, das ist ein Beispiel von den sozialen Gruppen, die immer noch nicht so begeistert sind mit der Transformation. Wenn ich darf ich da kurz was dazu sagen? Ich glaube, dass man auch doch einen erheblichen Teil der Frauen nennen sollte. Also ich kenne Dokumente, ich bin da natürlich kein Experte, aber ich kenne doch eine ganze Reihe Dokumente, auch aus Polen, aber auch aus der früheren DDR, wo schon gesagt wird, in dem Augenblick, wo Kinder da sind und die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit für Frauen wegfällt, wird es einfach schwieriger, mit kleinen Kindern, jungen Familien, möglicherweise dann sogar Stichwort Alleinerziehende. Da gibt es auch viele Berichte, dass in den 90er Jahren da das Leben wirklich richtig schwierig geworden ist unter den neuen Umständen. Und jetzt müsste man natürlich, das ist ja bei den Fragen von Gewinnern und Verlierern immer so ein bisschen das Problem, in welcher Verlaufsperiode man sich das anguckt. Also es gibt ja durchaus Individuen, die aus Armut auch wieder rauskommen, ja, nach einigen Jahren. Und das hängt natürlich mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum auch zusammen. Also das müsste man sich genauer angucken. Aber ich glaube, dass in den 90er Jahren das Empfinden, in einen Prozess geraten zu sein, wo ich persönlich verliere, zu den Verlierern gehöre, wahrscheinlich doch auch in den größeren Städten gewesen ist. Also die Polarisierung innerhalb der Städte, auch zwischen denen, die unternehmerisch dann tätig geworden sind und die keine Chance hatten, unternehmerisch tätig zu sein, ich glaube, dass die auch doch eine wichtige Rolle spielt, oder? Und manchmal ist auch diese Kategorie oder diese Teilung zwischen Verlierer und Gewinner so schwierig. Ein bisschen statisch, ja. Ja, also nehmen wir zum Beispiel Migration. Also 2004 begannen viele Polen nach Großbritannien zu wandern. Und das mag überraschend sein, aber 2004 und 2005 bekam Polen aus den
Remittances, also den Überweisungen von Migranten aus Großbritannien nach Polen, mehr Geld als aus der EU. Ja, also es gab so viele. Es gibt unterschiedliche Statistiken, von 1 Million bis zu 2 Millionen Polen in Großbritannien. Vielleicht haben wir auch Brexit verursacht. Ja? Natürlich, sie hatten ihre Chance bekommen, ja, mehr Geld zu verdienen. Sie waren Gewinner. Aber zu Hause gab es Kinder, ihre Familie. Und diese Familie natürlich kam man schlecht als Gewinner. Das hätte ich nämlich auch gefragt, wie dieses Thema Arbeitsmigration in Polen, kann man das sagen, gesehen wird. Ist das eher, da sind junge Leute, die ihre Chancen nehmen, oder ist das etwas, was sehr kritisch gesehen wird, dass das notwendig ist, dass so viele Menschen ihr Land verlassen müssen? Zu dieser Zeit, als diese extreme Welle begann, die Arbeitslosigkeit in Polen betrug 20%. Heute ist Polen unter 3 Länder in der EU mit dem niedrigsten Niveau von Arbeitslosigkeit. Also Deutschland, Tschechien, Deutschland und Polen, also Top 3. Ja? Also die Situation hat sich geändert, massiv. Ja? Zu dieser Zeit natürlich suchten sehr viele ihrer Chancen auf anderen Märkten, und dazu kamen noch Einkommensunterschiede. Heute sind sie nicht mehr so brisant. Ja? Also, aber vor 15 Jahren waren diese Unterschiede sehr groß. Und ich muss sagen, von der ganzen Palette von Transformationserfahrungen, da eigentlich Migration wurde mehrmals verfilmt, es wurde darüber geschrieben, es gab sogar eine Serie, die Londoner, sogar populär in Großbritannien, über polnische Arbeitsmigranten in dieses Land. Ja. Also manche von ihnen kehren zurück nach Polen. Und ich meine, langfristig werden sie auch das Land ändern. Das ist, wenn ich ganz kurz da was sagen darf, das gehört zwar jetzt nicht unmittelbar zum Thema, aber zum Brexit. Ich meine, es gab ja mit dem Beitritt der osteuropäischen Länder die Möglichkeit, die Freizügigkeit zu staffeln. Also nicht unmittelbar mit 2004 eine volle Freizügigkeit zu gewähren, sondern das zu staffeln bis zu 7 Jahren. Großbritannien hat damals, und niemand hat die britische Regierung dazu gezwungen in Europa, dezidiert gesagt, wir machen das sofort. Deswegen kamen eben tatsächlich sehr viele Osteuropäer nach London und Großbritannien, und heute sieht es so aus, als hätte die EU sozusagen dieses Migrationsthema in Großbritannien erzwungen. Ja. Also sieht man sehr schön, wenn man genau hinguckt, wie da auch Geschichten gestrickt werden, die einfach teilweise frei erfunden sind, das muss man ganz klar sagen. Und Sie haben eben, als Sie auch von den Filmen sprachen, ja schon so ein Thema angesprochen, was uns ja heute auch sehr beschäftigt, nämlich die Frage, wo sind diese Erfahrungen noch relevant, und wo stehen wir? Sind Sie verkapselte Enttäuschungserfahrungen, wie wir von Ihnen hörten, dass das geben kann? Sie haben ja für Polen ein etwas positiveres Bild gezeichnet, aber wie sehen Sie das? Gibt es Meilensteine bei der Frage, wie so eine Gesellschaft in 30 Jahren, das ist ja schon eine Generation, die wir ja jetzt das hinter uns haben, wie sozusagen nicht nur die Experten und Wissenschaft, die dann diese Wirtschaftsvorgänge beurteilen, sondern auch die Gesellschaft an sich, sehen Sie da Meilensteine durch Filme, durch Bücher, durch Dinge, die aus der Zivilgesellschaft vielleicht auch gekommen sind, wo man sagt, das waren wichtige Momente, wo Menschen selber diese Erfahrung oder den Prozess, in dem sie drin steckten, auch nochmal mit Unterstützung von Kunst, Literatur, Wissenschaft, was auch immer, so ein bisschen für sich reflektiert haben oder so? War das einfach jeder in seinem Hamsterrad weiter, oder würden Sie sagen, so für Ihre Länder, für Deutschland, für Polen, da gibt es doch so wichtige Meilensteine, wichtige Momente, die da neue Blicke eröffnet haben, oder beginnt das erst jetzt? Ist das jetzt genug Zeit vergangen, dass da auch wirklich so ein Rückblick erfolgt? Also ich persönlich glaube, dass es Meilensteine in der Entwicklung des politischen Parteiensystems gibt, was eben anfangs ja sehr stark dominiert war von, wenn Sie zum Beispiel an Sachsen denken, durch die CDU mit Kurt Biedenkopf, und der war ja so der König Kurt in Sachsen, wurde auch sehr verehrt. Das ist gewissermaßen zerfasert, diese Zustimmung, und das setzt natürlich eine Selbstreflexion auch in Gang, wo dann eben auch gefragt wird, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, die Zustimmung ist offensichtlich vorbei. Ich persönlich glaube schon, dass die Narrative, die Geschichten, die erzählt werden, in dem engsten Umfeld, auch in der Familie,
wahrscheinlich die entscheidende Rolle spielen. Das kennen wir ja aus der Entindustrialisierungsforschung auch in anderen Kontexten. Ja, es ist ja nicht nur die Generation, die direkt betroffen ist durch einen Verlust des Arbeitsplatzes, sondern das kann dahin führen, dass eine Familie mit, was weiß ich, mit zwei Kindern oder so oder drei so aussieht im Alltagsleben, dass alle zu Hause sind, nur das schulpflichtige Kind geht zur Schule. Aber der Vater oder auch die Mutter sind arbeitslos, leben von öffentlichen Transferleistungen und sind zu Hause, haben diese traumatische Erfahrung, von der wir gesprochen haben, eben zu bewältigen. Und es ist eben ein Irrtum zu meinen, das ist eine Generation und dann ist das weg, sondern es tradiert sich innerhalb der Familien. Und meines Erachtens ist das heute eine Situation, vor der wir stehen, dass diese Verlustidentität eben sich intergenerationell reproduziert, zumindest bei denen, die dann auch dort bleiben. Also ich meine, das Stichwort Migration ist ja in Deutschland auch ein sehr großes. Es ist nur kaschiert, weil die Leute von Deutschland nach Deutschland überwiegend gewandert sind. Aber wenn Sie an Sachsen denken, Sachsen hat, glaube ich, 4 Millionen Einwohner ungefähr und das ist eine knappe Million Sachsen sind weggegangen in den Westen. Ja. Das ist natürlich auch eine, wenn man so will, eine produktive Kraft, die dann fehlt. Und das ist ja wirklich ein großes Problem, dass in manchen Landstrichen es nur noch Alte gibt, Rentner, die teilweise dann eben wirklich auch prekär sozial, in prekären sozialen Umständen leben müssen. Und dass es dann eben vielleicht nur ein paar Junge gibt, aber dass die Demografie dann eben auch wirklich Probleme bereitet. Und diejenigen, die dann bleiben, sind natürlich sehr stark geprägt von den lokalen und auch familiären Geschichten, die erzählt werden, sodass sie gewissermaßen festgenagelt sind in einer bestimmten Identität, die ihnen teils zugeschrieben wurde, die sie teils vielleicht internalisiert haben und die jetzt auch neue Outlets sozusagen sucht, neue Ausdrucksformen. Und da ist es sehr schwer, sagen wir mal, mit rein ökonomischen Mitteln, mit sozialpolitischen Mitteln anzugehen. Das ist ja gemacht worden. Ich meine, da braucht man nicht lange drüber zu diskutieren, dass in den 90er und 2000er Jahren natürlich viele, viele, viele Milliarden an Transferleistungen von West nach Ost gelaufen sind, aber offenkundig reicht das dann nicht aus, ja, sondern es ist eine kulturelle und auch, wenn man so will, psychologische Frage, die sehr viel schwerer ist zu adressieren als die reinen ökonomischen, sozialen Strukturen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass sich immer wieder eine Selbstverstärkung, wenn man so will, einer Geschichte anbahnt, die eigentlich historisch weitgehend vorbei ist. Ich meine, es gibt heute, nach meiner Kenntnis jedenfalls, in den neuen Bundesländern gibt es, jetzt sage ich schon wieder, also in Ostdeutschland, gibt es kein Entindustrialisierungsproblem oder so. Ja, es gibt auch deutliche Aufschwünge auf dem Arbeitsmarkt. Das ist zwar jetzt nicht ganz so boomend wie etwa in Oberbayern oder so, wo ich gegenwärtig bin, aber es ist insgesamt ganz klar, dass der Aufschwung, den die Bundesrepublik erlebt hat, an Ostdeutschland nicht vorbeigegangen ist, sondern dass es natürlich einen Aufschwung gegeben hat auch. Aber offenkundig reicht das nicht, um diese Erinnerungspolitik oder diese Erinnerungskultur, die dann eben noch durch solche Geschichten wie mit der Treuhandanstalt eben aufgeladen ist, zum Versiegen zu bringen, sondern es reproduziert sich. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt jetzt was Typisches für Ostdeutschland, sondern das kennt man aus vielen anderen Gegenden, Regionen auch. Denken Sie an die USA, ja, der Rusted Belt, der eben tatsächlich auch ein Entindustrialisierungsthema ist und eine große Geschichte, eine Niedergangsgeschichte da auch pflegen kann, ja, gehört zu denen, die eben heute auch eine Strecke weit aufbegehren in einer Art und Weise, die uns dann wundert. Aber man muss einfach mit solchen Effekten rechnen. Und das ist, glaube ich, das ist schwierig dann zu sagen, das sind objektiv betrachtet Verlierer, aber sie empfinden sich halt so. Ja. Insofern ist Verlierer-Gewinner ist ein schwieriger Begriff, weil es eine Statik impliziert, die es faktisch so nicht gibt, sondern es hat sehr viel mit der Selbstperzeption der Menschen zu tun. Wobei man natürlich sagen kann, also um das nochmal zu sagen, es gibt natürlich schon einen
ein Prozess, der dann doch sehr anders ist als in Polen, weil Sie gesagt haben, dass in Polen die Ungleichheitsrelationen zurückgegangen sind. Also dass es eine einkommens- und vermögensmäßig eher eine egalisierende Tendenz gegeben hätte. Das ist in Deutschland natürlich definitiv nicht der Fall. Es gibt insgesamt eine Spreizung der Ungleichheit. Das ist ja ein großes Thema in der Politik, in der Sozialwissenschaft, auch in der Zeitgeschichte. Aber es gibt natürlich da auch ganz massiv ein Ost-West-Gefälle. Sie haben das vielleicht gesehen, vor einiger Zeit gab es eine Karte, eine sehr schöne Karte, eine Deutschlandkarte, da wurde gezeigt, wo ist eigentlich Aktienvermögen, wo ist Fondsvermögen da. Da war Hamburg übrigens ganz vorne und München auch. Ja. Aber es gab völlig weiße Flecken und diese weißen Flecken waren identisch mit der früheren politischen Landkarte DDR und Bundesrepublik. Ja. Das heißt, es gibt da Vermögensungleichheiten, noch stärker als Einkommensungleichheiten, würde ich sagen, die sind wirklich beträchtlich. Und es gibt, glaube ich, da keine Zahlen, aber wenn man eine Umfrage macht, werden Sie viele Mieter in den neuen Bundesländern finden, die in Wohnungen wohnen, die westdeutschen Immobiliengesellschaften oder auch privaten Eigentümern gehören. Das hängt mit der ganzen AFA 50 zusammen, also der Förderung des Wohnungsbaus, der natürlich für Westdeutsche, sei es Individuen, sei es also Immobilienketten, sehr attraktiv war, ja, da eben zu investieren. Und das führt zu einer Vermögensungleichheit, die beträchtlich ist und die wird irgendwo auch in solche Befindlichkeiten eingerechnet. Und wenn man jetzt diesen Indikator nimmt, dann gibt es natürlich auch Verlierer und Gewinner, das wird man nicht bestreiten können. Und wenn wir zurückdenken an die Euphorie-Jahre nach 89, die Freude über Demokratie, über Freiheitsrechte, die Europa durchzogen haben und dann jetzt auf Europa schauen, sehen wir ja die große Spaltung oder eine drohende Spaltung auch entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Sie haben eben, oder ich habe Sie so verstanden, dass Polen auch durch den Beitritt zur EU von Transferleistungen eben stark auch gefördert worden ist. Jetzt ist die Europaskepsis gerade sehr groß im Land. Ist das ein Widerspruch? Oder dann sagten Sie gleichzeitig natürlich, dass das Ausland einfach so viel kritischer gesehen wurde vor dieser Erfahrung, dass eben so viele zentrale Industrien und Schlüsselstellen eben nicht in Polen, sondern im Ausland besetzt waren oder eben von dort gesteuert wurden. Da ist eine große Angst. Also ist das nicht eigentlich eine positive Erfahrung und jetzt gibt es so eine große Skepsis? Gehört das irgendwie zusammen? Können Sie das? Okay, erstmal die EU-Transfers werden manchmal so verstanden, dass es sozusagen ein Preis für die frühere Öffnung des polnischen Marktes. Ja? Also das ist nicht nur ein Geschenk von der Europäischen Union, sondern etwas, was, sagen wir, die beiden Seiten so ein bisschen gleicher macht. Ja? Also das hört man ziemlich oft in Polen. Aber es gibt tiefere Gründe. Und sie wurden zum Beispiel in diesem Wahlkampf 2015 zwischen der Bürgerplattform liberal und eigentlich die Partei, die diesen Transformationserfolg präsentierte und unterstrich, und der Peace-Partei, die viele Elemente von der Transformation kritisierte. Und zum Beispiel, da gab es Argumente: Wir sind ein Wirtschaftsmodell, das keine Chancen auf Innovation hat. Und was reicht macht, sind Innovationen. Also selbst in Deutschland, Nölke und Fliegenhardt, zwei Professoren aus Frankfurt, haben Polen und andere Länder in dieser Region als Dependent Market Economies definiert, also abhängige Wirtschaftssysteme, abhängig vom Importe von Kapital und Wissen. Also polnische Firmen sind so integriert in diese lange Ketten von Wertschöpfung, dominiert vor allem von deutschen Firmen, dass sie das ist so ein bisschen goldener Käfig. Ja? Also die sind nicht in der Lage, selbstständige Positionen zu kriegen. Und am Ende arbeiten Polen nur an Arbeitsplätzen, die nicht so wissensintensiv sind. Und sie verdienen viel weniger, immer noch viel weniger, als Arbeiter im Westen. Ja?
Dazu kamen viele andere Geschichten, zum Beispiel unterschiedliche Qualität von Gütern, die in zum Beispiel Tschechien und Polen verkauft werden und in Deutschland von gleichen Firmen. Ja? Also Gleichbehandlung, da ist dieses neue Element in der Diskussion über die Transformation und über die Europäische Union. Und vielleicht das macht auch die Entscheidung über den Euro-Beitritt viel schwieriger als bei anderen Ländern, weil wenn man so ein Wirtschaftsmodell ist, das immer noch sich einen Weg sucht zu mehr Innovation, also es gibt dieses Dilemma in Polen, was sollen wir sein? Sollen wir ähnlich wie Deutschland sein oder eigentlich so wie Großbritannien oder Irland, also mehr liberal? Ja? Und viele Gegner von Euro argumentieren, wir brauchen immer noch Flexibilität. Ja, wir brauchen eigene Geldpolitik, eigene Fiskalpolitik. Ja, und um auf diese Schocks zu reagieren und eigene Wirtschaft weiterzuentwickeln. Ich bin ziemlich skeptisch, muss ich sagen, gegenüber diesen Argumenten, weil ich glaube, Euro wurde eben diesen Schub zur Innovation geben, weil es gibt keine Chance mehr auf Devaluation. Also polnische Firmen müssen sich dann anpassen, also nicht mehr auf niedrige Kosten hoffen. Ja? Dazu kommen noch politische Nachteile, wenn man draußen der Eurozone bleibt. Ne? Also diese Diskussion über Einfluss von der europäischen Integration ist dominiert von natürlich positiven Erfahrungen, also Gelder für das Land, Öffnung der Märkte, polnische Bauer, polnische Firmen, auch die niedrige Arbeitslosigkeit. Aber es gibt auch viele kritische Punkte. Und ich meine, diese Punkte, wenn man sie rational betrachtet, werden sehr behilflich sein, vom polnischen Wirtschaftssystem etwas Neues und Besseres zu machen. Aber eben keine sozusagen Loyalitäten oder stärkere Verbindungen, eine Stärkung der Verbindung nach Europa zur EU, die dann sozusagen vielleicht auch andere politische Bereiche beeinflusst, sehen Sie dann? Keine Partei, große Partei in Polen sagt, wir möchten die EU verlassen. Nein. Mhm. Auch wenn im politischen Kampf gibt es Argumente, dass diese oder andere Partei eigentlich über einen Austritt oder Schwächung der Bindungen an die Europäische Union denkt, dann sehr schnell wird das dementiert. Okay. Und wir haben ja, oder ich bin ja auch sehr polemisch gestartet mit der Frage jetzt Chemnitz und Wende, ist das eigentlich, gehört das zusammen, gibt es da Verbindungen? Petra Köpping, Ministerin für Integration und Gleichstellung in Sachsen, hat ja viel beachtet, ihr Amt noch mal ganz neu verstanden und sich bei dem Thema Integration eben auch sehr stark an die in ihrem Land lebende Bevölkerung gewandt und nach 3 Jahren Erfahrung aus vielen Bürgersprechstunden ein Buch geschrieben, eine Streitschrift, die sie betitelt hat mit oder es ist nur ein Teil des Zitats, das Buch heißt Integriert uns doch erstmal und das gesamte Zitat beschreibt sie, sei gewesen, ihr immer mit euren Flüchtlingen, integriert doch erstmal uns. Also sozusagen aus der Erfahrung an einer Stelle in Sachsen, die aber wirklich sehr intensiv 4 Jahre lang fast sozusagen die Befindlichkeit vor Ort versucht hat, positiv zu beeinflussen oder eben Erfahrungen da aufzuarbeiten oder ein Ohr zu bieten für bis heute negative Erfahrungen, die mit der Wende da zustande kamen. Wie gesagt, hat diesen Zusammenhang auf jeden Fall hergestellt. Relevanz, gibt es Dinge aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, also das fehlt einfach völlig? Das würde sozusagen auf dieser Ebene, Sie haben schon gesagt, vieles ist in dem Bereich der persönlichen Erfahrung, Gespräche, Familien, aber was ist das, was noch fehlt? Was ist das, was vielleicht nicht nur in Ostdeutschland, aber was ist das, was vielleicht auch dieses Krisen und dieses Misstrauen und diese vielen negativen Gefühle, die jetzt zum Staat, zur Demokratie entstanden sind, gibt es da was, wo man sagt, so eine Richtung, das kann auf jeden Fall nicht schaden?
um manche Dinge eben doch noch so ein bisschen zu reparieren oder jetzt umzusteuern? Es gibt einige nicht intendierte Ungerechtigkeiten, tatsächlich ungerechte Behandlungen von einzelnen Gruppen. Das ist auch so ein Thema, was die Petra Köpping immer wieder thematisiert. Also es gibt zum Beispiel diejenigen Übersiedler, die vor 1989 oder vor dem 9. November 1989 in die Bundesrepublik gekommen sind und dann ein Rentenversprechen bekommen haben, was sie, wenn sie dann zurückgegangen sind, in die frühere DDR nicht tatsächlich bekommen haben. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man meines Erachtens schon nachsteuern könnte. Ja, man kann sagen, das ist ein Fehler gewesen, der irgendwie sich funktional selbstständig ergeben hat, ohne dass es jemand direkt gewollt hat. Sowas passiert ja immer wieder mal. Und den könnte man korrigieren. Ja. Da spielen dann natürlich fiskalische und haushaltsmäßige Erwägungen eine Rolle. Es gibt so einige Gruppen, wo man fragen könnte, ob man da nicht nachsteuern könnte, wobei das politisch natürlich ein großes Problem ist, weil es sind dann Präzedenzfälle und wenn man da einmal anfängt, dann gibt es gleich eine ganze Kaskade. Wenn man aber jetzt vom Materiellen mal weggeht, dann könnte man schon die Frage stellen, ob nicht diejenigen, die verblieben sind, ich meine, es sagen ja nicht alle, integriert uns erstmal selbst. Das ist eine bestimmte Gruppe, die auch, das hängt auch mit diesen AfD-Erfolgen natürlich zusammen, wo man sich dann schon fragen muss, was ist da passiert. Also diejenigen, die geblieben sind, die sich entsprechend äußern, die auch so ein absolutes Negativ-Narrativ der Wiedervereinigung haben, dass man da Foren schafft, dass die Leute mehr reden können. Ja? Und zwar reden tun sie vielleicht sowieso, aber medial auch wahrgenommen und in einer Form, die dann auch zu Diskussionen führen kann. Das wäre meines Erachtens schon erstrebenswert und das ist das genau, was sie versucht. Ja. Trotzdem muss man sich meines Erachtens hüten, auch vor dem Hintergrund, was Sie gefragt haben, Europa, ja, ob es eine Ost-West-Spaltung gibt, also innerhalb Europas. Ich bin nicht so sehr der Meinung. Ich glaube, es ist sehr viel stärker eine Spaltung, die durch praktisch alle Länder in Europa geht. Großbritannien ist das dramatischste Beispiel. Da ist das Land 50-50 gespalten. Ja. Nach meiner Wahrnehmung ist Polen auch stark gespalten. Absolut. Die Deutschen sind dabei, sich immer stärker zu spalten. Italien ist gespalten. Frankreich ist ganz stark gespalten. Also diese Frage, wo gehen wir eigentlich hin mit dieser liberalen Wirtschaft, die sich globalisiert, die auch sehr stark das Individuum fordert im Sinne einer Eigenverantwortung für den Markt, für den eigenen Arbeitsplatz, im Sinne eines sich lebenslangen Fortbildens. Alles das sind ja Dinge, die geradezu imperativartig auf die Menschen seit 30 Jahren einprasseln. Diese Fragen, wo gehen wir da eigentlich hin, werden sehr unterschiedlich beantwortet und leider Gottes, muss man sagen, inzwischen auch mit sehr einfachen ideologischen Antworten beantwortet. Also das ist, glaube ich, ein gesamteuropäisches oder vielleicht sogar gesamtdemokratisches System weltweit. Was jetzt die Zukunft der EU betrifft, also ich bin da nicht so optimistisch wie Sie. Das ist schon richtig, dass jetzt in Polen niemand aus der EU wirklich austreten will. Aber die Gefahr ist ja, glaube ich, eine andere. Ich glaube nicht, dass die Gefahr jetzt ist, da tritt jetzt ein Land nach dem anderen aus, sondern die Gefahr besteht darin, dass die Werte und die Regeln, die sich die Europäische Union gegeben hat, zugespitzt in den Kopenhagener Kriterien, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, freie Marktwirtschaft, Menschenrechte, Schutz der Minderheiten und so weiter, dass dieser Wertekanon, der acquis communautaire, den es gibt, dass der nicht mehr durchsetzbar ist. Und ich meine, wenn man nach Ungarn guckt, und darüber können wir weiter diskutieren, wir werden nicht die Zeit dafür haben, aber auch wenn man nach Polen guckt, da hat man jetzt mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs natürlich einen Lackmustest. Bin ich nicht so optimistisch, ob die Europäische Union als Union, das heißt als Kommission, als in ihren supranationalen Institutionen wirklich die Durchsetzungskraft hat, dieses ihr Programm auch durchzusetzen gegenüber denjenigen Staaten und Regierungen, die das nicht mehr wollen. Ja. Und die Gefahr, die ich da so ein bisschen sehe, ist nicht so sehr eine Ost-West-Spaltung, sondern eher eine Spaltung zwischen dem, wofür die Europäische Union historisch steht, wofür sie auch ihre Institutionen, ihre Rechtsgrundlage hat und dem, was renationalisierte Staaten und Regierungen faktisch machen. Und wir haben jetzt das Haushaltsthema mit Italien, muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber das hat zum Beispiel nichts zu tun mit einer Ost-West-Spaltung. Ja, das sind Desintegrationsprozesse innerhalb der Europäischen Union, die wahrscheinlich noch nicht am Ende sind. Also da
bricht Europa nicht zusammen und die Europäische Union wird nicht aufgelöst, das glaube ich nicht, aber sie verliert an Durchschlagskraft. Und im Extremfall könnte man sich vorstellen, dass es da so eine Brüsseler Ruine gibt gewissermaßen, die eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Ja, ich spitze es jetzt etwas zu, aber da sehe ich die eigentlichen Gefahren. Ja, aber ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns einerseits an unserer Fragestellung entlang die Erfahrungen und Frage, wie diese Transformation denn eigentlich gelaufen ist, wo sie erfolgreich war, wo sie Schwierigkeiten produziert hat, dass wir die zusammen hier ein bisschen verfolgen könnten und dass Sie gleichzeitig auch sozusagen die Grenzen dieser These natürlich in beiden sehr klar gesagt haben, dass auch manche vielleicht Verbindungen dann doch zu schnell gemacht sind, dass die AfD, dass das nun alles mit der Wende und der Wirtschaft, dem Übergang und den Zumutungen der Marktwirtschaft und des Kapitalismus zu tun hat und alles so zu erklären sei. Ich möchte Ihnen an der Stelle erstmal danken dafür, dass Sie hier waren, was Sie uns alles an Reflexionen und Themen und Stichworten mitgegeben haben, und möchte natürlich Ihnen auch noch die Chance geben, das, womit Sie vielleicht gekommen sind oder Dinge, die Sie noch interessieren, auch hier mit einzubringen aufs Podium. Deshalb möchte ich Sie auffordern, wer eine Frage hat an die Referenten, möge gerne ein Handzeichen geben. Wir haben ein Mikrofon und können Ihnen dann die Gelegenheit geben, auch Ihre Frage noch einmal zu stellen. Ich sehe eine Frage hier. Der Herr dort. Guten Abend, vielen Dank. Mein Name ist Wilhelm Holzapfel. Ich habe etwas Wesentliches natürlich von Ihren Vorträgen mitgenommen und erlauben Sie mir eine Metapher. Ich habe gesehen, wie Sie auf einen Ameisenhaufen schauten. Ich hingegen bin eine Ameise, die sowohl nach 1989 in der DDR tätig war, als ab 1991 einige Jahre in Warschau für ein Hamburger Unternehmen gearbeitet hat. Für mich als Ameise stellen sich manche Dinge eben anders dar, weil man ein Teil des Gesamten ist. So würde ich an Sie, Herr Professor Wirsching, die Frage stellen, im Zusammenhang mit der Treuhand vielleicht? Nein. Treuhand, ja. Danke. Treuhand. Mit der Treuhand. Mir fehlte schon damals das Engagement großer deutscher Wirtschaftsunternehmen in Ostdeutschland. Die Portfolios der deutschen Wirtschaft waren 1989 außerordentlich gut gefüllt. Was mir fehlte, ist Ihr Engagement in Ostdeutschland, um massiv Arbeitskräfte zu binden. Wird das in Ihrer Untersuchung eine Rolle spielen? Und zu Ihnen. Ich lebe nach wie vor einige Monate in Polen, und in der gesamten Zeit, Sie haben über die Banken gesprochen, habe ich festgestellt oder gesehen und erfahren, dass es sehr schwierig war für polnische kleine und mittlere Unternehmen von der PKO oder von der BP Kredite zu bekommen. Nicht nur, weil die Zinsen so enorm hoch waren, sondern weil die Marge für die Sicherheiten so hoch gestellt waren. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, ich beobachte seit einer Zeit auch auf dem Lande einen ungeheuren Wachstum, ein ungeheures Wachstum. Es ist atemberaubend, was seit 1989 in Ihrem Land passiert ist. Für beide Teile, Ostdeutschland und Polen, glaube ich außerdem, wir brauchen lange Geduld. Mentalitätsgeschichte ist sehr viel langsamer als Ereignisgeschichte. Ich würde Sie bitten, zu beiden Fragen. Genau, also ich nehme noch mal auf, genau, vielen Dank. Das war einmal die Frage, warum nicht mehr Engagement im Ostdeutschland von westdeutschen Firmen gezeigt wurde nach der Wende, obwohl es doch vielleicht möglich gewesen wäre von der Wirtschaftskraft her. Und die Frage,
welche Chancen es einfach eigentlich gibt für Polen, wenn sie etwas starten wollen, an Kredite zu bekommen. Soll ich gleich antworten? Ja, ja, machen wir okay. Vielleicht. Also es ist eine methodische Frage, die den Ameisenhaufen und die Ameisen betrifft. Da sage ich gleich noch was dazu. Was die Frage der westdeutschen großen Unternehmen betrifft, haben Sie nach unserer Kenntnis völlig recht. Die Gefahr, die Sie ja auch für Polen gesagt haben, dass es den großen Playern im Westen vor allem darum ging, die neuen Bundesländer dann als Markt zu benutzen, die ist, glaube ich, evident. Die Frage, also wie zum Beispiel die gesamtwirtschaftliche Bilanz, ja, die wirtschaftsstatistische Bilanz auch der Wiedervereinigung und der Privatisierung gewesen ist, das ist nach wie vor nach meiner Kenntnis eine offene Frage. Es ist auch nicht so leicht, das zu, also gewissermaßen ökonometrisch auch zu erforschen und endgültig zu entscheiden. Aber die These, dass die neuen Bundesländer weitgehend ein Absatzmarkt gewesen sind und B, vielleicht ein bisschen eine verlängerte Werkbank, ja, die ist nicht so ohne weiteres vom Tisch zu wischen. Und so leicht haben sich auch viele Betriebe nicht verkauft. Es gibt auch nicht wenige VEBs, die sind überhaupt nicht verkauft worden. Ja. Das sind dann also in Aktenkilometern, was ich vorhin gesagt habe, sind es genau diese, ist das diese Differenz von 41 zu, ich weiß nicht, über 200 Aktenkilometern. Das sind für Betriebe, die sind nicht verkauft worden. Die haben einfach ihr aufgehört. Und wenn Sie die Zahlen, ich habe die nochmal rausgesucht, angucken, also nach der Wahrnehmung der Treuhand, dann hat sie 73 Milliarden D-Mark Erträge gehabt, hat aber 264 Milliarden Verbindlichkeiten aufgehäuft. Also es war so gesehen kein Erfolg, sondern ein beachtliches Minusgeschäft, was letztlich der Steuerzahler also getragen hat. Aber das zeigt, es eben auch ein Indikator dafür, dass das Produkt, ja, nicht so furchtbar attraktiv gewesen sind und da hat gewesen ist und da hat man sich eben getäuscht. Man hat anfangs 1990 gedacht, jetzt kommen sie alle, ja, und das ist die große Chance auch für Investoren, und das ist in manchen Bereichen der Fall gewesen, aber in vielen eben nicht. Also es gibt das Beispiel von den Werften, wo ja dann, also die Vulkan, wo dann ja auch Subventionen umgeleitet worden sind, ja, von Ostdeutschland nach Westdeutschland widerrechtlich. Also das sind alles schon so Punkte, die man berücksichtigen muss. Das Verfahren hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Insofern haben Sie da völlig recht, das Engagement, wenn man so will, gerade der großen Firmen, ist beschränkt geblieben. Die Erfolgsgeschichten sind, glaube ich, tatsächlich mehr so im mittelständischen Bereich zu finden. Das ist übrigens dann ein Projekt, was wir auch machen. Also wie ist das mit einem neuen Mittelstand, auch ein neues Unternehmertum in den neuen Bundesländern? Das ist bisher gar nicht wirklich erforscht. Aber da gibt es Geschichten von Leuten, die als gut ausgebildete Installateure zum Beispiel, und es ist ja bekannt, dass die DDR ein sehr gutes Ausbildungssystem, Berufsausbildungssystem hatte, dann ihr Schicksal gewissermaßen in die Hand genommen haben, durchaus auch mit Unterstützung westlicher Chefs, die sie zunächst hatten, und dann Firmen auch übernommen haben. Ja. Da gibt es, ich kenne einige Beispiele davon, das ist natürlich jetzt der Zeitzeuge, und jetzt komme ich zu Ihrem zweiten Punkt oder dem ersten, die Ameise und der Ameisenhaufen. Das ist ein riesiges methodisches Problem für die Geschichtswissenschaft auch, weil wir natürlich schon eine mittlere Abstraktionsebene brauchen, um allgemeinere Tendenzen beschreiben zu können. Aber der Vorwurf erscheint dann sehr schnell und der ist dann auch gerechtfertigt, dass gesagt wird, naja, wir machen da eine Geschichte, in der die Menschen nicht vorkommen. Und an die Menschen kommt man quellenmäßig nicht immer so ohne weiteres ran, weil es Selbstzeugnisse nicht immer gibt. Aber wir können da natürlich in der Tat versuchen, durch Interviews, also wenn die Geschichte so nah ist, durch Interviews, Oral History und so weiter, diese subjektive Erfahrungsebene natürlich zu dokumentieren und auch mitzuverarbeiten. Trotzdem würde ich sagen, das muss man vielleicht auch noch hinzufügen, die Geschichte ist natürlich in ihrer jeweiligen Perspektivität vollständig fragmentiert.
jeder hat seine eigene Perspektive, verabsolutiert diese Perspektive auch, das ist menschlich und normal, aber sie stimmt dann häufig nicht. Beziehungsweise sie ist eben nur ein winziges Element eines größeren Ganzen. Und die Aufgabe des Historikers ist es natürlich schon, das Individuelle und das Allgemeine auch miteinander zu vermitteln und auch allgemeinere Geschichten zu erzählen, beziehungsweise uns ein Bild zu vermitteln von einer allgemeineren Geschichte. Also es ist ein methodisches Problem, was im Falle dieser Treuhandgeschichte ganz massiv ist. Denn es wäre wahrscheinlich völlig verkehrt, die Treuhandanstalt jetzt nur aus der Behördengeschichte der westlichen Perspektive zu schreiben. Und die Betroffenen kommen nicht vor. Also das müsste man wirklich, wollen wir auch vermeiden, sondern es geht im Gegenteil darum, die Kommunikation, die damals zu wenig stattgefunden hat, gewissermaßen nochmal historiografisch herzustellen, dass man eben multiperspektivisch vorgeht, unterschiedliche Perspektiven, auch Verlierer-Gewinner-Perspektiven, wenn man so will, zu integrieren und dadurch zu einem differenzierteren Bild zu kommen. Das ist eigentlich das Ziel. Das wird immer nur in einem bestimmten Rahmen möglich sein und wird nicht vollständig gelingen, aber der Anspruch sollte es schon sein und daran arbeiten wir. Also ich will auf jeden Fall noch Ihnen viel mehr Chancen geben, auch zu fragen. Ja, genau. Jetzt überlege ich nämlich, ob wir die Frage im Hinterkopf behandeln, mit der Möglichkeit, Zugang zu Kapital zu bekommen in Polen. Oder können Sie das kurz beantworten? Sonst würde ich nämlich ein paar Fragen erst noch mal sammeln. Wir wollen das auf jeden Fall beantworten. Oder können Sie das kurz beantworten, damit ich... Sonst sammeln wir... Sie entscheiden. Versuchen Sie es, ich. Okay, ganz kurz. Also in Polen gibt es sehr viele kleine Firmen, Familienunternehmen, aber die nicht zu vergleichen damit sind, was in Deutschland als Mittelstand definiert wird. Und diese kleinen Firmen hatten wenig anzubieten als Sicherheiten. Und natürlich Banken wollten ihr Geld verdienen und mussten sich auch an Regeln von diesen Geschäften anpassen. Natürlich war das sehr kritisiert. Aber es gibt auch, wenn man so ein bisschen diese drei Dekaden nimmt, auch Positives, wenn es um die Banken geht. Also diese ausländischen Banken führten in Polen ganz neue Finanzdienstleistungen ein. Und ich würde sogar die These riskieren, viele von diesen Dienstleistungen sind billiger und einfacher zugänglich als in Deutschland. Ja? Und Zinsen sind eigentlich heute relativ niedrig. Unter den Barrieren, die heute Unternehmen benennen als wichtigste für Entwicklung, ist nicht mehr Zugang zu Krediten. Natürlich hat vielleicht hier auch, nicht vielleicht, sondern sicherlich hat die EU hier geholfen mit den Transfers. Aber das, was Sie sagen, war in der Vergangenheit seriös, aber spielt heute weniger Rolle. Und noch ein Satz zu dieser also Begeisterung, wenn man die Entwicklung guckt. Ja, Infrastruktur ist toll in Polen zurzeit. Also eigentlich ist es Zeit, in Human Capital, also Innovation zu investieren, als nur in reine Infrastruktur. Und man fragt sich, warum Leute jetzt so unzufrieden sind. Und vielleicht Tony Judt hat einmal gesagt, dass Revolutionen beginnen nicht in ganz schlechten Zeiten. Sie beginnen, wenn die Situation sich verbessert, aber nicht schnell genug für Leute. Ja? Okay. Dort hinten ist eine Frage. Ich habe Sie gesehen, ja. Guten Abend, mein Name ist Anja Heller. Ich möchte vielleicht vorab sagen, dass ich 1980 in der DDR geboren bin, dass ich seit 11 Jahren Rechtsanwältin in Hamburg bin. Das heißt, ich bin so eine Abgewanderte, die nicht da geblieben ist und gleichzeitig, also habe mich ein bisschen abgekapselt und gleichzeitig werfe ich aber aktuell einen Blick zurück. Das heißt, ich gucke mir auch die Erwerbsbiografien meiner Eltern genauer an. Ich sehe meine Freunde, die weiter in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten. Und ein Aspekt, den Sie, Herr Professor Wirsching, angesprochen haben, der ist mir auch in den letzten Monaten so klar vor Augen gekommen. Bei aller Individualität glaube ich, dass das auch ein Teil des Großen ist. Und zwar die Identitätsunsicherheit. Das fand ich absolut
verblüffend gerade, dass Sie das auch sagten, weil das genau eine Erkenntnis ist, die für mich auch damit zu tun hat, warum Leute so ins Extremistische abgleiten, eben weil sie keine Identität haben oder sie verloren haben oder wie auch immer. Und meine Frage wäre, untersuchen Sie diesen Aspekt auch? Und wenn ja, welche Punkte sind da maßgeblich? Sie haben die Arbeit angesprochen, man hat sich viel über die Arbeit definiert und ich glaube, da haben Sie recht, auch wenn ich diesen Punkt gerade erst aufgenommen habe. Genau, also obwohl das natürlich etwas völlig anderes ist als die Arbeit hier im Westen, sage ich mal, sodass es da ganz viel Anpassungsschwierigkeiten gibt. Aber welche Aspekte sind da Teil des Ganzen Ihrer Meinung nach? Mhm. Und Sie da direkt. Oder ich höre, welche Frage Sie haben und dann schauen wir, wir werden das auf jeden Fall beantworten. Ja. Aber vielleicht geht es ja auch so. Ach, machen wir es lieber, es ist einfacher. Danke. Danke. Dieter Brandes ist mein Name. Ich möchte nochmal zurück in die Anfangsjahre der Wende in Ostdeutschland. Und es wurde viel diskutiert über viele Jahre über eine Sonderwirtschaftszone. Warum ist es eigentlich dazu niemals gekommen? Und das Zweite in dem Zusammenhang, wie wäre Ihre Einschätzung gewesen? Hätte es nicht doch eine Chance geben können? Und gerade zu dem Ersten, was die Unternehmen betrifft, ich suche immer gern nach der Verantwortung. Und die suche ich dann erst beim Staat und dann bei den Unternehmen. Mhm. Vielen Dank. Da ist noch eine Frage. Mein Name ist Heidi Holzapfel und ich habe noch mal eine Frage an Herrn Putinek. Verzeihung. Wir sind seit 82 jedes Jahr nach Polen gefahren, durch die DDR und dann nach Polen. Wir fühlten uns selbst unter Kriegsrecht in Polen frei. Wir haben wahrgenommen, dass der Kommunismus in Polen den Menschen ihre Eigeninitiative nicht genommen hat. Das lag daran, dass kleine Bauern und kleine Handwerksbetriebe privatwirtschaftlich arbeiten konnten. Und wir haben mit Freunden auch festgestellt, dass das ein großer Antrieb, ich sage jetzt mal polnische Wirtschaft, für die Wirtschaft in Polen war, viel schneller wieder auf die Beine zu kommen. Man sah in den Dörfern Häuser entstehen, in den Städten alte Häuser mit der Kraft der eigenen Hand zu renovieren, während wir in Brandenburg alte, nur die Fassaden renoviert hatten und dahinter konnte man in die zerbrochenen Mauern reingucken. Also Polen hat für uns ab 82 schon immer einen positiven Eindruck gemacht. Können Sie das? Ja, können Sie das bestätigen? Und wo ist diese Initiative heute geblieben? Okay, 4 Fragen haben wir schon. Gibt es noch jemanden, der eine Frage stellen möchte? Julia Stock ist mein Name und meine Frage würde eher in eine ganz andere Richtung gehen. Als ein Mitglied einer neueren Generation würde ich gerne wissen, wie Sie das einschätzen, wie meine Generation jetzt vorangehen kann, dass es diese Überbrückung, die immer noch stattfinden muss, was wir dafür machen können, als jemand, der nicht unbedingt davon betroffen war. Vielen Dank. Wir haben 5 Fragen, die auch, glaube ich, alle wert sind, dass wir den Referenten Zeit geben, sie zu beantworten. Also es war die Frage nach der, inwieweit der Identitätsverlust auch Teil Ihres Forschungsprojektes ist. Die, glaube ich, ist singulär, die würde ich Ihnen so stellen. Andere können wir vielleicht etwas verbinden. Ja, okay, also der Anspruch ist auf jeden Fall da, genau diese
Verlustgeschichten, kulturellen und Identitätsverlustgeschichten auch zu erforschen. Es ist ein methodisches Problem, weil man natürlich an die entsprechenden Quellen heran muss. Ja? Und die entsprechenden Quellen sind nicht immer da. Das ist in der Geschichte ein Grundproblem. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, wenn man heute jemanden zum Beispiel interviewen würde, das, was teilweise auch passiert, wie hast du das erlebt da 1990, dann erkenntnismäßig erfährt man dann strikt genommen nichts über das Problem, wie war es denn 1990, sondern man erfährt darüber etwas, wie diese Person ihre eigene Geschichte aus dem Jahre 1990 heraus deutet. Das heißt, es ist eine andere Fragestellung, die sehr stark natürlich in die Richtung geht, die Sie andeuten, also Identitätsverlust. Das kann man machen, man muss das dann eben entsprechend quellenkritisch einordnen und diskutieren. Unser Ansatz wird wahrscheinlich eher schon aus arbeitsökonomischen Gründen sein, tatsächlich auch die schriftliche Überlieferung, die bisher eben viel zu wenig überhaupt zur Kenntnis genommen worden ist, aus der Zeit von 1989 bis 1994 intensiv zu untersuchen. Und da kann man natürlich schon, das ist dann ein bisschen eine heuristische Aufgabe, also man muss die entsprechenden Quellen natürlich versuchen zu finden, diesen Verlust an Status, an Identität schon aufsuchen und thematisieren. Also das haben wir auf jeden Fall vor, sodass im Grunde, ich wiederhole mich jetzt, so eine Art Multiperspektivität gelingt. Dass man auf der einen Seite schon die Akteure der Treuhandanstalt, das waren ja übrigens auch nicht nur Westdeutsche, es gab ja durchaus eine nicht unbeträchtliche Zahl von Ostdeutschen, die da mitgemacht haben als Angestellte der Treuhandanstalt. Also dass man diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringt und eben auch die Erfahrungsperspektive der Betroffenen, etwa bei den Werften oder im Chemiedreieck oder in der Stahlindustrie in Brandenburg. Mhm. Also das ist der Anspruch. Wie weit es im Einzelnen gelingt, ist jetzt im Augenblick noch nicht so wirklich zu sagen, weil die Arbeit auch im ersten Drittel der Gesamtlaufzeit steckt. Also da wird man sich am Ende schon ein bisschen noch daran messen müssen. Dann gab es die Frage, warum es keine Sonderwirtschaftszonen gab und die Verantwortung, ob der Staat eigentlich seiner Verantwortung gerecht geworden ist. Also das ist ein interessantes Thema, ist ja auch unter Ökonomen viel diskutiert worden. Wobei überhaupt, wenn man jetzt fragt, was ist eigentlich falsch gelaufen oder wie hätte es besser laufen können, das ist natürlich eine beliebte Frage, ist die Frage nach den Alternativen, nach den historisch auch realistischen Alternativen natürlich immer sehr wichtig. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es sehr viele Alternativen gegeben hätte. Und das Thema Sonderwirtschaftszone, wie gesagt, ökonomisch kann ich das nicht ausreichend beantworten, aber es stand immer unter einem doppelten Druck. Das eine war die Abwanderung. Man hat die per saldo wahrscheinlich gar nicht so wirklich verhindert. Ja. Das sieht man im ex post leichter. Aber in den Jahren 90, 91 war das Thema ja ungeheuer groß. Wir müssen versuchen, den Menschen am Ort eine Perspektive zu geben. Und wenn wir da irgendwelche Sonderregeln haben, eine Sonderwirtschaftszone hätte zum Beispiel ja bedeutet, weniger Steuern, aber auch geringere Löhne. Ja. Solche Alternativen hat man diskutiert, aber hat sie politisch abgelehnt, weil man Sorge hatte, dass die Leute dann weggehen. Und man muss natürlich auch sagen, also der Ruf nach gleichen Löhnen war schon in den frühen 90er Jahren sehr schnell da, auch politisch. Wir haben das noch nicht hundertprozentig erreicht, aber inzwischen also etwa im öffentlichen Dienst ist das ja nur noch 1-2 Prozentpunkte die Differenz, aber es hat fast 30 Jahre gedauert. Aber in der Situation damals war der Druck natürlich enorm, hier etwas zu tun, was den Menschen eine Perspektive gibt. Und ob da eine Sonderwirtschaftszone, was ja sowieso eigentlich ein völliges Kunstprodukt gewesen wäre, wirklich der Stein der Weisen gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Also ich persönlich würde eher meinen, das kann man jetzt aber sehr viel besser sehen als damals, dass wahrscheinlich die Schnelligkeit der Privatisierung ein bisschen rasch ging. Also man hätte vielleicht schon versuchen sollen, auch bestimmte zukunftsfähige Betriebe oder solche, die man als zukunftsfähig eingeschätzt hat, vielleicht in der öffentlichen Hand eine Weile zu behalten. Ja, weil das dann nämlich auch dieses Engagement, was gefehlt hat von den westlichen Unternehmen, eine Strecke weit vielleicht kompensiert hätte. Ich meine, es gibt bei jedem Betrieb, der Großbetrieb, der in Schwierigkeiten gerät, gibt es Beschäftigungsgesellschaften, ja, wo man versucht, also Arbeitnehmer auch noch zu halten, eine Strecke weit, mindestens formal. Und das wäre möglicherweise ein zwar teurer, aber teuer war die ganze Angelegenheit sowieso, Weg gewesen, den Übergang sanfter vielleicht herzustellen. Also an sowas würde ich eher denken als eine Sonderwirtschaftszone. Aber wie gesagt, ökonomisch traue ich mir nicht zu, das wirklich zu begründen.
Dann war ja nochmal auch die Erfahrung aus der persönlichen Ebene, über die Sie vorher auch schon gesprochen hatten, dass eben der Eindruck war, dass viele Polen eben einfach aktiver und aus längeren anderen Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben, vor der Wende besser aufgestellt waren, um dann auch in der neuen Situation besser klarzukommen. Dieser Protokapitalismus funktioniert ja schon früher und das ist natürlich positiv. Immer noch ist dieser Mythos von Selbstständigkeit sehr stark in Polen, auch unter jungen Leuten. Aber man muss auch sagen, um das bisschen nicht so romantisch darzustellen, die Helden sind ein bisschen müde. Also, sie sind reicher geworden und möchten jetzt ein bisschen mehr Konsum, nicht mehr so viel Risiko eingehen. Ja? Also Polen, wenn man so das in eine breitere Perspektive anpasst, also eine perfekte Lösung für Polen für die kommenden Jahre wäre eine Verbindung von immer noch einer liberalen Wirtschaft, also viel Flexibilität, damit solche Leute immer noch Chancen haben, eigene Ideen zu verwirklichen. Aber soziale Absicherung brauchen wir auch. Also, dass das Risiko nicht so stark ist. Ja? Also, dass ein Fehler, eine Niederlage nicht sofort einen Kollaps bis zu Ende des Lebens bedeutet. Ne? Ausschluss von der Gesellschaft, ja? Also wenn man verschuldet bleibt. Also, das ist jetzt diese Art von Diskussion in Polen. Ja? Mhm. Und Frage. Genau, der würde ich auch mich erdreisten, auch noch mal was zu sagen am Ende, aber natürlich Sie zuerst. Eine fantastische Frage, weil ich glaube, Ihre Generation wird mit einer sehr schwierigen Transformation konfrontiert werden. Sie wird mindestens so schwierig wie die Transformation vom Kommunismus zur Marktwirtschaft. Weil ich frage mich, was sind die Folgen von Digitalisierung? Für junge Leute. Ja, also zum Beispiel die Volkswirtschaftslehrer, also Wirtschaftswissenschaftler bringen eigentlich relativ wenige Antworten auf diese Fragen. Wenn man sie sucht, dann zum Beispiel in der Literatur. Stanisław Lem, ein polnischer Schriftsteller, beschrieb schon in den 50er solche Gesellschaften mit garantiertem Minimumeinkommen, ja, mit Kindle, mit öffentlichen Diensten, die umsonst sind. Ja? Aber es gibt auch keine Arbeit. Es gibt auch keine Arbeit. Und Leute wissen nicht, was sie damit tun sollten. Das ist vielleicht eine große Herausforderung für die Zukunft und besonders für die junge Generation. Weil das bedeutet auch, ja, welchen Beruf zu wählen. Ja? Welche Kompetenzen, welche Qualifikationen sind gut für eine Wirtschaft, in der zum Beispiel nur 20% von Arbeiter wirklich echte Arbeit kriegen wird. Ich rede hier über eine sehr lange Zukunft und Spekulation, aber eine faszinierende Sache. Wollen Sie da auch noch was sagen? Würde ich gerne. Ich würde es gewissermaßen ein bisschen politischer ausdrücken. Ich glaube, dass Ihre Generation vor der Herausforderung steht, auch das, was erreicht worden ist. Und es ist sehr viel erreicht worden, sowohl nach 1945 wie dann auch nach 1989 zu bewahren und nicht den Fehler zu machen, wie das zum Beispiel in Großbritannien erkennbar war, dass eben junge Leute sich in dem Referendum unterproportional überhaupt interessiert haben und auch gewählt haben. Es ist sozusagen eine Strecke weit, wenn man intergenerationell denkt, ist es ihr Europa, ihr Deutschland, ihr Polen, was auch immer, aber vor allem auch ihr Europa, ihre Freiheit, eine Strecke weit, die ich persönlich schon nicht ganz ungefährdet sehe. Also man muss das jetzt nicht perhorisieren, aber es gibt schon Zeichen an der Wand, über die wir jeden Tag reden, die nicht ungefährlich sind. Und das ist auch, also das ist vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe der jungen Generation, sich hier auch zu Wort zu melden. Wenn ich das noch sagen darf, die alle unsere AfD-Studien zeigen eben auch, es sind jetzt eben nicht die Schulklassen, die zu wenig politische Bildung erfahren haben, die das machen, sondern es ist im Grunde so die ältere Generation, ja, so die überwiegende Generation, die hier sitzt und die überwiegende. Und naja, doch, das zeigen die Wahlstudien schon sehr deutlich. Und da hat die junge Generation wirklich eine Aufgabe, eine Freiheit zu bewahren, die unter teilweise großen Bemühungen und auch Opfern errungen worden ist.
Und ich darf vielleicht noch einen ganz sehr konkreten Tipp aus Sicht der Stiftung nochmal loswerden, dass nämlich für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland zum 1. September ein neuer Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gestartet ist mit dem Thema Krise, Aufbruch, Umbruch und der eine vielleicht gute Möglichkeit bietet, mit Menschen in Kontakt zu sehen oder mit Situationen, ob hier im Westen oder eben auch Verwandte oder so in Ostdeutschland zu befragen, etwas genauer hinzuschauen, wie einzelne Menschen, wie einzelne Ameisen sozusagen für Strategien entwickelt haben, um in Krisensituationen weiterzumachen und wie das auch vielleicht im Rückblick sich dann, wie man sowas verarbeiten kann oder auch nicht. Deshalb, wer immer denkt, das Thema interessiert mich, wenn sich alles ändert von einer Minute auf die andere, da möchte ich noch mal ein bisschen reinschauen, was kann das für Menschen bedeuten, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Ende Februar ist erst Einsendeschluss, ist noch ein bisschen Zeit. Aber ich möchte angesichts der Uhrzeit für heute sagen, lassen Sie uns alle weiteren Gespräche ins Foyer vertagen, dass Sie dort miteinander oder auch noch mit unseren Referenten mit uns ins Gespräch kommen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.